Also, ich zeichne meinen Ständer. Gut, und davor steht die Doppelseite. Da ist eine echte Doppelseite davor. Ja. Ist auf der linken Seite Gedichtle. Das Wort Gedichtle. Das ist ganz toll. Also, einmal ist das ein sehr, sehr schönes Wort. Ne? Das kommt für Leute, die sich ein bisschen mit Sprache auskennen und unterschiedliche Aspekte, auch regionale Aspekte von Sprache mögen, ne, und wertschätzen. Das ist eine Verkleinerungsform von Gedicht Chen. Genau, und zwar regional auch wiedererkennbar. Es kommt nämlich aus dem, also so war es auch gemeint und eingesetzt, aus dem schwäbisch-alemannischen Sprachraum. Und es ist eingesetzt worden als Begriff für die Kennzeichnung, für den Titel einer Gedichtsammlung. Ja. Jetzt kriege ich gleich Wasser in den Augen, pass auf. Ja. Einer 96-jährigen Frau, die jetzt in den USA lebt und gerade noch geschafft hat, den Nazis zu entkommen, in die USA gegangen ist und jetzt wieder zu Besuch in Deutschland war und ein Gedichtband veröffentlicht hat, dessen Erwähnung ich gelesen habe, deswegen weiß ich das, in der jetzt noch aktuellen Zeitung, Wochenzeitung Jüdische Allgemeine. Die kann man hier an einer Stelle auf der Nordstraße kaufen. Ganz normal für, ich glaube, 2,80 Euro. Ne? Mhm. Und ganz hin und wieder, auch wenn ich genug Geld habe, kaufe ich mir die. Ne? Mhm. Und inzwischen habe ich auch wieder ein paar Freunde, auch jüdische Freunde, ne? Und Ärzte, ne? Jüdische Ärzte. Also ich habe da eine sehr interessierte, positive Beziehung zu den Leuten. Mhm. Die hat ein Gedichtband veröffentlicht, jetzt gerade, ist gerade in die Buchhandlungen gekommen und mit dem Titel, Gedichtle und ähnliche Spökes, oder sie hat das anders ausgedrückt. Das ist Mehrzahl, Gedichtle, ja. Das ist, Hochdeutsch ist das Gedichtchen. Ja. So. Und die ist jetzt 96 und die hat da zitiert, gesagt, sie meint, dass der Titel die Sache ganz gut rüberbringt, ne? Was da dann zu sehen und zu lesen ist. Ne? Deswegen steht hier Gedichtle. Eine 96-jährige Frau, da ist eher wenig mehr mit aktuellem Erotischem. Weiß man nicht, ne? Oder es ist ja gerade zu wünschen. Ne? Ich hoffe ja, gerade sie hat da noch ordentlich Erlebnissubstanz vorliegend. Ne? Bin mal gespannt, wie es da bei mir zugehen wird. Ne?